Hallo meine Lieben und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute machen wir zusammen ein ganz einfaches, schnelles und nettes Projekt für uns Häkelmäuse. Und zwar diesen Schlüsselanhänger mit diesen Wollknäudeln. Wie gesagt, wir können ihn dann selber verwenden oder auch an Freunde und Bekannte verschenken, die unser gleiches Hobby teilten. Also für unser Projekt können wir Restwolle verwenden, weil wir wirklich nur wenig Wolle dazu brauchen. Und jetzt schauen wir, was wir außer unserer Wolle brauchen und können dann mit der Anleitung starten. Meine Wolle ist eine 100% Acrylwolle in der Farbe Orange. Ihr könnt natürlich eine Farbe eurer Wahl nehmen. Die Häkelnadel der Stärke Nummer 3. Wir brauchen auch eine Schere, eine Wollnadel, dann etwas Füllwatte. Natürlich brauchen wir den Schlüsselanhänger. Ich verwende diesen hier. Unter der Kette befindet sich hier dieser kleine Ring, den wir mit einer kleinen Zange dann öffnen. Hier oben dann am Ende durch eine Masche durchziehen und dann mit der Zange wieder schließen, sodass der Schlüsselanhänger fest sitzt. Und dann brauchen wir natürlich eine Banderole, die wir von einem Knäuel Wolle nehmen können. Und die Banderole werden wir dann am Ende in der Länge und in der Höhe zurechtschneiden und sie dann mit einem Alleskleber an unseren Mini-Knäuel befestigen. Dann holen wir uns unsere Wolle und unsere Häkelnadel zur Hand und beginnen mit einem Anfangsknoten. Und jetzt werden wir insgesamt 16 Luftmaschen anschlagen. Also 1, 2, 3, 4 bis 16 und dann sehen wir uns wieder. Sind dann die 16 Luftmaschen gemacht, überspringen wir hier die erste Luftmasche, stechen in die zweite Luftmasche ein, holen den Faden, ziehen ihn durch, haben zwei Schlingen auf der Nadel, holen den Faden und maschen alle beide Schlingen gleichzeitig ab. Und so haben wir eine feste Masche gemacht. Wir gehen in die nächste freie Luftmasche, holen den Faden, ziehen ihn durch, haben zwei Schlingen und maschen beide Schlingen gleichzeitig ab. Und die zweite feste Masche ist gemacht. Wir machen jetzt in jede freie Luftmasche eine feste Masche. Eine feste Masche in jede Luftmasche, bis wir am Ende der Luftmaschenkette angekommen sind. Am Ende der Reihe angekommen haben wir eine Anzahl von 15 feste Maschen. Jetzt machen wir eine Luftmasche und wenden unsere Arbeit. Und wie wir diese Reihe machen, werden wir jede Reihe machen. Also wir haben hier gleich die erste Masche der Vorrunde. Wir stechen ein und machen eine feste Masche. In die nächste freie Masche stechen wir ein und machen eine feste Masche. Also hier in dieser Reihe wird eine feste Masche auf jede Masche der Vorrunde gemacht. Eine ganz einfache Arbeit. Eine feste Masche auf jeder Masche der Vorrunde, bis wir am Ende dieser Reihe angekommen sind. Ist auch diese Reihe beendet, machen wir wieder eine Luftmasche und so beginnen wir jede Reihe, wenden unsere Arbeit und jetzt machen wir das, was wir in der Vorreihe gemacht haben. Wir machen immer eine feste Masche auf jede Masche der Vorreihe. Eine feste Masche auf jede Masche. Das ist jetzt unsere dritte Reihe. Also wir brauchen jetzt insgesamt 15 Reihen. Das machen wir jetzt und dann sehen wir uns wieder.
Meine 15 Reihen habe ich gemacht und die Arbeit sieht in der Zwischenzeit so aus. Und nachdem wir die letzte Reihe gemacht haben, machen wir eine Luftmasche und dann legen wir unser Teil so zur Hälfte, weil wir jetzt diese beiden Seiten mit Kettmaschen verbinden werden. Dazu stechen wir in die erste Masche auf dieser Seite ein und in die erste Masche auf der gegenüberliegenden Seite und machen dann eine Kettmasche. Dann stechen wir in die nächste freie Masche auf dieser Seite, in die nächste freie Masche auf der gegenüberliegenden Seite und machen eine Kettmasche. Dann in die nächste Masche auf dieser Seite, in die nächste Masche auf der gegenüberliegenden Seite und Kettmasche. Und das machen wir jetzt, bis wir am anderen Ende angekommen sind. Am Ende angekommen machen wir eine Luftmasche, ziehen etwas fest, lockern diese Masche und schneiden den Faden großzügig ab. Und ziehen uns zuerst einmal den Faden durch. Und jetzt holen wir unser Teil und drehen es, damit wir die rechte Seite auf dieser Seite haben und von der Naht gar nicht sehen kann. Und jetzt holen wir uns unsere Nähnadel zur Hand, fädeln den Faden in die Nähnadel und werden hier zuerst diesen oberen Teil schließen. Also um das Teil zu schließen, machen wir ganz eine einfache Arbeit. Wir stechen immer von vorne nach hinten ein, hier ganz oben, wenn möglich. Und dann kommen wir von hinten nach vorne wieder heraus und dann wieder von vorne nach hinten, von hinten nach vorne. Wir machen so eine Art Zigozago, wie man so sagt. Dann wieder von vorne nach hinten, von hinten nach vorne, bis wir am anderen Ende ankommen, wo wir angefangen haben. Eine ganz einfache Arbeit, muss auch nicht so genau sein. So, ich bin jetzt angekommen, wo wir gestartet sind. Und jetzt ziehen wir hier an diesen Faden fest, dass sich oben das große Loch schließt. Jetzt gehe ich noch von einer Seite auf die gegenüberliegende Seite, ziehe noch einmal alles richtig fest und dann steche ich genau hier oben in die Mitte ein und ziehe die Nadel und dann den Faden durch, weil wir dann mit diesem Faden auch die andere Öffnung schließen werden. So, jetzt müssen wir uns wir lassen hier diesen Faden hier schön auf einer Seite liegen, holen uns jetzt unsere Füllwatte zur Hand und werden unseren Wollknäuel mit Füllwatte befüllen. Wir geben nicht zu viel und auch nicht zu wenig. Wir schauen, dass der Knäuel regelmäßig ist. So, das kann reichen. Und dann werden wir hier das gleiche machen, was wir hier gemacht haben. Wir werden diese Öffnung schließen, wie wir es auf der anderen Seite gemacht haben. Dann ziehen wir auch hier wieder am Faden fest, dass sich das Loch schließt. Wir gehen von einer Seite auf die gegenüberliegende. Ziehen noch fest und dann können wir diesen Faden hier im Inneren unserer Arbeit einmal durchziehen und dann den Faden abschneiden.
Unser kleiner Wollknäuel ist jetzt fertig. Jetzt schneidet ihr euch noch eure Banderole zurecht. Die Höhe könnt ihr selber entscheiden. Die Länge sollte hier um den ganzen Wollknäuel natürlich gehen. Und dann werden wir hier am Ende etwas Alleskleber hinaufgeben. Und dann die zwei Enden verbinden. Wir halten hier etwas fest, bis es gut klebt. Wenn dann die Banderole gut klebt, werden wir noch den Schlüsselanhänger befestigen und fertig ist unser tolles, nettes Projekt. Wie ihr gesehen habt, sehr, sehr schnell gemacht. Ich hoffe, die Anleitung hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao!